Der weltweit erste Ford Mustang mit einer leuchtenden Lackierung wurde im nordhessischen Hof Geismar gebaut. Kraftfahrzeugmeister Jörg Fiege hat mit weiteren autobegeisterten Experten einen serienmäßigen Mustang getunt und mit dem besten auf dem Markt aufgebohrt. Von 455 auf 630 PS und mit vielen weiteren Extras. Bessere Räder, besseres Fahrwerk, stärkere Bremsen und optimierte Beleuchtung außen und innen. Die Lichteffekte im Lack werden über ein Mikrofon gesteuert, stilecht platziert in einem Mini-Mustang. Also hier hört er auf den Sound hier im Kofferraum oder wenn du rechts guckst, da hängt die Bassbox oder halt auf die Musik, da kannst du dann aussuchen. Das ist der Lack, der selber leuchtet. Es ist jetzt nicht irgendwo eine Leuchte eingebaut mit irgendeinem Reflektor, sondern es ist komplett alles auflackiert. Es ist eine Leuchtschicht auflackiert worden, die unter einem Spannungsfeld, ähnlich wie eine LED, das Leuchten anfängt. Besonders an diesem Auto ist, dass wir es in einer Art verarbeitet haben, wie es die noch nie gegeben hat. Es wurde extra für dieses Auto eine komplette Schaltung entwickelt, um diesen Leuchteffekt hinzukriegen. Wir haben ja mehrere Schaltkreise, es wurden insgesamt über 300 Meter Kabel nur für die Leuchtgeschichten verarbeitet. Es ist jetzt so gebaut, dass wenn der Motor startet, dass auf der Motorhaube die ersten Balken das Leuchten anfangen. Und je stärker ich Gas gebe, desto länger wird der Balken. Der hört erst hinten auf der Heckklappe auf. Und wenn das Auto mal aus sein sollte, dann kann man das auch nehmen wie als VU-Meter von einem Verstärker. Das heißt, über die Musik im Fahrzeug, die abgespielt wird oder die außen abgespielt wird, da kann dieser Balken auch tanzen. Damit sich die Nachbarn nicht so stören, hat der auch einen leisen Modus. Und den kannst du sogar die Uhrzeit einstellen, wann er ruhig sein soll. Das heißt, alles in Ordnung. Produziert in Kooperation mit dem Mustang Owners Club wird jedes Exemplar nummeriert und bekommt einen Namen. Weltpremiere hat der einmalige Ford, dem nun noch etliche weitere aus der Hofgeismarer Firma folgen sollen, bei der Essen Motor Show vom 1. bis 9. Dezember. Auch die Amerikaner, so weiß Jörg Fiege, sind schon heiß auf das Auto.